Bei meinem nächsten Gesprächspartner werden viele vielleicht sagen, Mensch, das Gesicht kenne ich doch, aber ja, vielleicht wissen Sie es dann am Ende doch nicht ganz genau, woher. Wo könnte das gewesen sein? Ich denke mal, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die mich aus der Straßenbahn kennen, weil ich der Bahnbabo bin und der Bahnbabo ist in der Straßenbahn sehr, sehr bekannt. Der Bahnbabo oder eben Peter Wirth, herzlich willkommen. Sie haben auch einem kleinen Jungen einen Herzenswunsch erfüllt, aber rollen wir die Geschichte vielleicht von Anfang an auf. Ursprünglich stand das Hessensquiz und dort haben Sie ziemlich gut abgeschnitten und sich dann dazu entschlossen, einem Jungen einen Herzenswunsch zu erfüllen. War die Idee, diesen Preis zu spenden, eigentlich ganz spontan? Die war sehr spontan. Als ich das Hessenquiz gewann und ich war eingeladen als der Bahnbarbo, normalerweise muss man sich casten lassen, konnte ja niemand wissen, dass ich das gewinne, bekam ich diesen Preis und sage, okay, den spenden wir sofort. Das habe ich auch versucht, sofort klarzumachen, das war gar nicht so einfach. Ja, und warum war das nicht so einfach? Ja, weil der Club Aldiana ist ja der Hauptsponsor und da darf ich mich wirklich mal bei denen bedanken. Die sagen natürlich, die Reise hast du selber gewonnen, die musst du auch selber machen. Und das heißt, ich musste sie übertragbar bekommen. Und zwar übertragbar im Sinne, dass ich sie meiner Charity zuführen kann. Und das ist mir dann gelungen. Man hat dann geguckt, wer ist denn dieser Bahnbabo eigentlich? Und das hat man sehr schnell rausgefunden und dann hat man gesagt, okay, du kriegst diesen Preis. Jetzt ging es natürlich darum, dass ich ein Kind finde. Es war von Anfang an klar, meine Frau und mir, wir wollten ein Kind finden, dem das nicht so gut geht und dem wir diesen Preis schenken können. Und dann wollten wir in ein Krankenhaus gehen und da stellt der Arzt aber 5 Kinder hin und sagt, die sind alle reisefähig. Da sucht er eins aus, das kann ich nicht. Wir haben es nicht geschafft. Und dann bin ich zu dem Verein Mein Lichtblick gekommen. Ihr seht das alle hier, Mein Lichtblick, ein fantastischer Verein. Und die haben mir die Kontaktbrücke gebaut zu Kahn und seiner Mutter. Und dann haben wir mit dem Hessischen Rundfunk nochmal einen Beitrag gedreht über diese Geschichte mit Jens Pflüger. Ganz toll und ja, schaut ihn euch alle an. Auf Google findet ihr den Bahnbabo. Sie haben den kleinen Kahn also getroffen und es war auch ein sehr ergreifender Moment, habe ich in Erinnerung. Da war die Sonnenbrille durchaus hilfreich. Absolut, Leute. Ich habe die Sonnenbrille aufgehabt, ich habe sie heute wieder auf und es war sehr emotional. Ich konnte mich der Tränen nicht erwehren und ich hatte diese Tränen auch, man saß dann auch und es war eine sehr emotionale Geschichte. Aber es hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Ich kann hier wirklich heute sagen, ich hätte mir nichts kaufen können, was mich mehr glücklich gemacht hätte, als die Augen der Mutter und des Kindes zu sehen, in dem Moment, wo wir ihm den Preis übergeben haben. Das muss ich auch mal sagen. Heute bei der Veranstaltung Eine Nacht für Kinder von Mein Lichtblick, ich glaube Premiere sogar im feinen Zwirn, kann das sein? Ja, 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 ja. Normal hat der Bahnbabo T-Shirt an. Sieht auf jeden Fall super aus und ja. Sie haben auch den Pokal dabei vom Hessen Quiz und mit dem haben Sie heute auch noch ein bisschen was vor. Ja, das ist richtig und dieser Pokal steht für Menschlichkeit und er steht für soziales Engagement. Und ich möchte diesen Pokal heute versteigern. Ich werde selber ordentlich vorlegen und dann bitte ich darum, dass ich ihn nicht mehr nach Hause mitnehmen muss. Ich werde ordentlich vorlegen, aber ich sage, ich nehme ihn nicht mit nach Hause. Also, strengt euch an. Das ist ein Wort. Einen schönen Abend. Vielen Dank.